Liebe Geschwister, eine der großen Herausforderungen für uns ist, dass wir uns im Erlaubten unterhalten. Und der Mensch hat ein gewisses Bedürfnis nach Unterhaltung. Und je stärker er dieses Bedürfnis nach Unterhaltung, nach Erlaubter, verbinden kann mit der Notwendigkeit, seine Religion zu lernen, umso erfolgreicher wird diese Person sein. Umso stärker wir uns im Erlaubten vergnügen und uns über erlaubte Mittel uns unterhalten, umso besser werden wir auch in unserer Religion. Ja? Und wenn wir dies mit der Religion verknüpfen, liebe Geschwister, dann hilft das eine jeweils dem anderen. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Alles berichten wir dir, damit ist Muhammad gemeint, sallallahu alaihi wasallam, von den Nachrichten über die Gesandten, womit wir dein Herz festigen. Wir reden hier vom Herzen Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und dass dieses edle, stärkste, je erschaffene Herz, wodurch gestärkt wird? Durch die Berichte über die vorherigen Gesandten. Darin ist dir die Wahrheit zugekommen, daraus entnehmen wir Wahrheit und eine Ermahnung, wie Allah sagt, und eine Ermahnung und Erinnerung für die Gläubigen. Wahrheit, Ermahnung und Erinnerung. Manchmal genügt die sachliche, neutral geschilderte Wahrheit nicht. Wir Menschen brauchen auch Ermahnung. Und auch nach einer Ermahnung, die unsere Emotionen bewegt, brauchen wir eine Erinnerung an sowohl die Wahrheit als auch damit einhergehende Ermahnung, liebe Geschwister. Das ist der Mensch, so beschreibt ihn Allah Ta'ala. Und Allah Ta'ala sagt im Koran weiterhin, فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Und so berichte über diese Geschichten, über diese wahren Begebenheiten. Der Prophet sollte, sallallahu alaihi wasallam, dies weiterreichen. Warum? Auf dass sie darüber nachdenken mögen. Allah Ta'ala will, dass wir über diese Berichte, über die Prophetengeschichten im Speziellen nachdenken. Denn darin, liebe Geschwister, liegt was? Wahrheit, Ermahnung und Erinnerung. Und wir müssen in die Haltung des Lernenden gehen. In die Haltung desjenigen, der von Allah Ta'ala Licht für seine Dunkelheiten verlangt, der von Allah Ta'ala nach Handlungsmöglichkeiten für seine zu klärende Lage fragt. Allah Ta'ala sagt im Koran, لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. Wahrlich, in Yusuf alayhi salam und seinen Brüdern sind Zeichen für diejenigen, die fragen. Zeichen für diejenigen, die nach der Wahrheit fragen. Kennen wir dieses Gefühl noch, was es bedeutet, wissensdurstig zu sein, eine Lösung haben zu wollen, Heilung haben zu wollen, also fragend zu sein? Und diese Haltung, wenn wir sie verspüren, während wir uns mit dem Koran und der Sunna beschäftigen, diese wird uns zum Erfolg führen. Aber manchmal hören wir lediglich zu oder wir lesen oder wir studieren, einfach nur um Informationen zu sammeln, Aber wir haben nicht dieses fragende Herz. Und dieses wird uns, liebe Geschwister, zum Segen, zur Baraka führen. Hier schon die Geschichte Yusufs, alayhi salam, angesprochen, die, subhanallah, eine sehr, sehr lange, ununterbrochene Geschichte, Begebenheit im Koran ist. Keine andere Prophetengeschichte, liebe Geschwister, wurde in einem solch langen Vortrag im Koran thematisiert. Die Geschichte von Musa alayhi salam, sie ist verteilt, ich meine aus Erinnerung zu sprechen, 65 verschiedene Suren. Yusuf alayhi salam wird im Koran in den einzelnen Suren jeweils nur wenig erwähnt, aber dafür ist eine gesamte
Sure, Surat Yusuf, nach ihm benannt und handelt seine Begebenheit, seine Geschichte ab. Und Allah Ta'ala sagt über diese Begebenheit: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben, obgleich du zuvor wahrlich zu den Unachtsamen gehörtest. Das ist in der Einleitung der Surat Yusuf alayhi salam erwähnt. Das heißt, dies ist die schönste aller Begebenheiten, wie Allah Ta'ala im Koran uns daran erinnert. Und in dieser Geschichte, liebe Geschwister, sind Weisungen für alle möglichen Lebenslagen. Ungerechtigkeit, Intrigen in der Familie, getrennt sein von der Familie, von den Eltern, in einer neuen Welt auf einmal klarkommen müssen, wie man mit politischer Macht umgeht, wie man mit der Situation im Gefängnis umgeht, wie man mit der Verführung seitens des anderen Geschlechts umgeht, wie man mit Kummer umgeht, wie man mit Nahestehenden umgeht, die sich von einem entfernt haben, die einen verraten haben, die einen angelogen haben. Ja? Das sind alles, subhanallah, sehr tiefgreifende Ereignisse im Leben eines Menschen, die in der Person Yusuf alayhi salam thematisiert werden und die Allah Ta'ala für uns im Koran festgehalten hat, auf dass wir unsere Lehren daraus ziehen. Allah sagt im Koran: قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُبِينٌ. Erhält die Worte vom Vater Yusufs, Ya'qub, fest, der sagt, sinngemäß: O mein lieber Sohn, berichte nicht dein Traumgesicht deinen Brüdern, denn sonst werden sie gegen dich einen Plan schmieden, denn wahrlich der Scheitan ist den Menschen ein offenkundiger Feind. Yusuf alayhi salam, er träumte von seiner erhabenen Stellung seinen Brüdern gegenüber, dass er also von Allah Ta'ala seinen Brüdern gegenüber bevorzugt wurde aufgrund der Entscheidung Allah Ta'alas. Dies wurde ihm mitgeteilt und Ya'qub, der Prophet, erkannte darin eine Mitteilung Allahs an Yusuf alayhi salam, und so sagte er: Berichte nicht deinen Brüdern davon, deinen eigenen Brüdern. Warum? Sie werden ansonsten einen Plan gegen dich schmieden. Wie gehen wir mit unseren Gnaden um, die Allah Ta'ala uns gegeben hat? Oft tragen wir sie zur Schau. Wir posten auf Facebook, wir berichten darüber, wir zeigen Reichtum, wir zeigen weltliche Vorzüge, ja, den starken Körper, die guten Noten, etc. Ja, wir gehen oft sehr fahrlässig mit diesen und anderen Gnaden um. Und wozu kann es führen? Es kann dazu führen, liebe Geschwister, am Beispiel Yusuf, alayhi salam, dass in der eigenen Familie Neid entsteht. Und dass aus diesem Neid wiederum weiteres entsteht. Und As-Sa'adi, Allah möge mit ihm zufrieden sein, er wies auch darauf hin, dass in der Geschichte Yusufs ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass aus einer Sünde, ja, aus inneren Sünden, mehrere Sünden entstehen, die nach und nach immer schlimmer werden. Ja? Wozu führte der Neid der Brüder Yusufs letztendlich dazu, dass sie ihren Bruder von der Familie entfernten, ihm einen möglichen Tod ausgesetzt haben, und sie wussten nicht, was wird mit ihm passieren. Ja? Und dann führt das dazu, dass sie weiter gelogen haben, weitere Lügen ersonnen haben gegen den Vater. Ja? Und wo fing es an? Es fing damit an, dass man einen Vorzug, den Allah Ta'ala offensichtlich jemandem gegeben hat, nicht zu akzeptieren wusste. Deswegen ist Neid so gefährlich, weil Neid bedeutet nicht nur eine Missgunst gegenüber einer Person, ist nicht nur eine zwischenmenschliche Angelegenheit, sondern es bedeutet zuallererst, dass man nicht zufrieden damit ist, wie Allah Ta'ala seine Gaben verteilte.
Und dass man auch nicht versteht, dass die angenehmen, ich sage jetzt nicht guten, ich sage die angenehmen Gaben, selbst auch eine Prüfung sind. Denn letztendlich wird die Person sich am Tage des Gerichts dafür verantworten müssen, dass sie ausgestattet wurde mit einem Vorzug. Was hat sie mit diesem Vorzug gemacht? Wie hat sie ihn eingesetzt? Zum Guten oder egoistisch? Ja? Oder verschwenderisch? Deshalb ist Neid, liebe Geschwister, so gefährlich. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Istainu ala injahil hawaiji bil kitman, fa inna kulla di ni'matin mahsud. Verhelft euch zum Erfolg oder bei der Erfüllung eurer Bedürfnisse durch Diskretion, indem ihr über bestimmte Dinge nicht sprecht. Ja? Ihr habt vor, jemandem einen Heiratsantrag zu machen. Ihr habt vor, ein Geschäft zu eröffnen. Ihr habt eine längere Reise vor, ja? Etwas zu kaufen, etc. Ja? Manchmal kommt es vor, man redet vielleicht zu schnell, zu euphorisch und man löst dann dadurch das aus, was hier im Hadith thematisiert wird, ja? Nämlich Neid in Bezug auf dessen, was als Gabe von Allah Ta'ala gegeben wurde. Und dies kann dazu führen, ja, dass die Sache an sich, die man plant, die man umsetzen möchte oder dieses Bedürfnis, das man hat, dass es nicht gelingt. Weshalb der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, verhelft euch bei der Erfüllung eurer Bedürfnisse durch das Verschweigen, durch die Diskretion. Ja. Es kam vor, wie Imam, und dieser Hadith, er ist umstritten, ja, aber es gibt Gelehrte wie Al-Albani, die sagen, dass er Hassan ist, also sprich, dass man ihn auf den Propheten Muhammad zurückführen kann. Er hat ihn auf den Propheten zurückgeführt, sallallahu alaihi wasallam, und dies auch als Hadith verwendet. Und auch für die Gelehrten, oder unter den Gelehrten, die sagen, dass das kein Wort vom Propheten ist, sallallahu alaihi wasallam, so bestätigen sie die Wahrhaftigkeit der inhaltlichen Aussage, ja, dass das etwas ist, wozu man als Mensch auch durch die Erfahrung finden kann. Jedoch führen sie dies nicht auf den Propheten selbst, sallallahu alaihi wasallam, zurück. In einem Hadith, den Imam Ahmed und Imam Malik unter anderem überliefert haben, wird davon berichtet, dass ein Prophetengefährte, der stark gebaut war und dem Allah Ta'ala Schönheit gegeben hat, auf einer Reise sich zurückgezogen hat, um eine Dusche, ja, vorzunehmen, um Russel vorzunehmen. Und er war gewissermaßen abgeschirmt, ja, aber es passierte, dass einer der Prophetengefährten einen Teil, ja, seines Rückens wohl gesehen hat. Und ihr werdet überrascht sein, wenn ihr das Leben der Prophetengefährten studiert, bezüglich einer Eigenschaft, ja, weil sie in der heutigen Zeit, ja, nicht verloren gegangen ist, aber einfach seltener wurde. Ihre Ehrlichkeit, ja, die Ehrlichkeit dieser Generation, mit der Allah Ta'ala zufrieden ist. Ja? Radiallahu anhum. Und dieser Prophetengefährte, er sah ihn und derjenige, der sich dann duschte, er ist umgefallen und hat sich verletzt. Und er wurde dann zum Propheten gebracht, sallallahu alaihi wasallam, und man fragte, was ist passiert? Und dann sagte die Person auch, ja, ich habe ihn angeschaut, und so ist es überliefert, er sagte, und ich habe noch nie eine schönere Haut gesehen als die Haut von ihm, noch nicht mal bei einer Jungfrau. Ja, so hat er gesprochen. So wird es überliefert. Ja. Ehrlichkeit der Menschen. Ja, und er wurde danach gefragt und er gab eine ehrliche Antwort. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er sprach sinngemäß, wünscht einer von euch den Schaden für seinen Bruder? Wenn ihr etwas seht, was euch gefällt an eurem, ja, kann Kleidung sein, kann ein Abschluss sein, kann irgendein Erfolg sein, irgendeine Gnade, die Allah Ta'ala gegeben hat, dann wünscht eurem Bruder Segen für das, was er von Allah Ta'ala bekommen hat. Das heißt, wir müssen auf unsere eigenen Augen aufpassen. Wir müssen auf unsere eigenen Augen aufpassen. Wenn wir etwas sehen, was uns gefällt an einem Bruder, an einer Schwester, ja, dann sagen wir, Alhamdulillah, Masha Allah, Barakallahu fiha, ja, fihi, dass Allah Ta'ala dieser Sache
weiterhin seinen Segen gibt, um den möglichen Schaden, der von unserem eigenen Neid ausgehen kann, abzuwenden. Gemäß den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Umgang, liebe Geschwister, mit möglicher Verführung. Yusuf alaihi salam hat sich diese Situation nicht ausgesucht. Und manchmal kommen wir auch in Situationen, die wir uns nicht aussuchen und müssen mit einer möglichen Verführung umgehen. Im Koran heißt es diesbezüglich: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Und diejenige, in deren Haus er war, ja, wir wissen, Yusuf a.s., er wurde im Brunnen gefunden, er wurde als Ware verkauft, er kam in das Haus eines hochrangigen Ministers, Al-Aziz, im Koran auch genannt, und wurde quasi adoptiert, ja, in Pflege genommen. Und die Frau des Ministers ist der Schönheit Yusufs alaihi salam erlegen, ohne dass dieser Signale ausgesendet hat, aber er war das, was er war. Ja? Es wird überliefert, dass ihm die Hälfte, ja, der Schönheit gegeben wurde. Und die Gelehrten beziehen das auf Adam alaihi salam, da er direkt von Allah Ta'ala erschaffen wurde und somit der schönste Mensch ist. Und eine der Erklärungen dieses Hadithes, dass ihm die Hälfte der Schönheit gegeben wurde, bezieht sich auf die Hälfte, die Adam alaihi salam gegeben wurde. Also ohne dass er bewusst Signale gesendet hat, hat sich diese Frau in ihn quasi unsterblich, wie man so schön sagt, verliebt. Ja? Und sie versuchte, ihn zu verführen. Und diejenige, in deren Haus er war, versuchte, ihn zu verführen. Sie schloss die Türen ab und sagte: Da bin ich für dich. Er sagte: Allah schütze mich davor. Die Situation, liebe Geschwister, ist aus scheitanischer Sicht eine ideale Situation. Denn die Frau hatte niemals vor, ja, über diese Beziehung in irgendeiner Form öffentlich zu machen. Ja, was würden denn die Leute sagen, ja, dass eine Beziehung mit dem Adoptivsohn gestartet wurde und sie ist die Frau vom Minister? Das wäre, ja, das wäre wochenlang auf der Titelseite der Bild-Zeitung der damaligen gewesen. Sie hätte kein Interesse daran gehabt. Das heißt, aus scheitanischer Sicht war das eine ideale Verführungssituation. Aber Yusuf alaihi salam, er sah Allah. Ja? Er sah die Wahrheit. Und deswegen bat er darum, dass Allah Ta'ala ihm Zuflucht gewähren möge. Und subhanallah, eine schwierige Situation. Ja? Aber schaut, wie Allah Ta'ala diejenigen rettet, die ihn in schwierigen Situationen bitten. Und er bewahrte ihn davor, dass auch Yusuf alaihi salam der Verführung dieser Frau, die auch von ihr ausging, erliegt. Ja? Denn das war keine Frau, von der keine Verführung ausging, sondern sie hat auch die prüfende Gabe gehabt, schaut, wo sie hinführen kann, ja? Die prüfende Gabe gehabt, dass Allah ihr eine gewisse Schönheit auch verliehen hatte. Ja? Viele haben die Gelehrten über diese Geschichte aufgrund von vernünftigen Schlüssen ausgeschmückt. Ja, und sie haben gesagt, sie muss schön gewesen sein und der Altersunterschied muss so und so gewesen sein. Alt genug, dass sie noch hätte seine Mutter sein können, aber noch relativ jung, dass da eine gewisse Beziehung auch entstehen konnte. Und der Minister hat sich bestimmt die Schönste aus dem Land ausgesucht, etc. Ja, alles vernünftige Schlüsse, die uns vielleicht auch dabei helfen, diese Geschichte etwas besser zu verstehen, als wir sie ansonsten ohne diese Hintergrundinformationen möglichen Schlüsse verstehen würden. Ja? Allah schütze mich davor, er, mein Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Rabbi. Die Korangelehrten sind sich nicht einig, worauf beziehen sich diese Worte. Ja, wir reden vom Koran in der Gegenwart, ja, weil er ein gegenwärtiges Wort Allahs ist, ein ewiges gegenwärtiges Wort Allahs ist. Worauf beziehen sich diese Worte? Manche sagen, dass Allah ihm einen guten Aufenthalt gegeben hat. Und wie könnte er die Regeln Allahs übertreten? Denn die Ungerechten werden nicht
glücklich und nicht erfolgreich sein. Dass sich das Wort Rabbi und der Satz auf Allah Ta'ala bezieht. Aber Ibn Kathir und viele andere Koran-Gelehrten sagen, dass sich dies auf also den Mann bezog, ja, der ihn in Pflege genommen hat. Ja? Und Allah Ta'ala weiß es am besten. Die Situation oder die Lehre, die wir aus dieser Situation ziehen, ist, ja, dass Yusuf a.s. gesagt hat, gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohl ergehen. Den Ungerechten wird es nicht wohl ergehen. Das heißt, wir haben hier eine Verführungssituation. Der Körper sagt Genuss. Der Verstand sagt sicherer Genuss. Da wird nichts rauskommen dabei. Ja? Aber was sagt das Herz? Ja? Was sagt der wahre Verstand? Ja? Denn der Verständige ist derjenige, der die Gebote Allah Ta'alas zu ehren weiß. Ja? Der die Gebote Allah Ta'alas zu ehren weiß. Das ist der wahrhaftig Verständige. Aber die Wahrheit ist, liebe Geschwister, die Ungerechten werden niemals glücklich sein. So groß die Sünde oder so groß die Verführung in der Sünde sein mag, aber wenn du zupackst, ja, wenn du die Gelegenheit ergreifst, eine Sünde zu begehen, wisse, du wirst dadurch nicht glücklich. Und das ist das, was Yusuf a.s. uns, was Allah Ta'ala uns über die Zunge Yusufs a.s. in seinem ewigen Wort, dem Koran, hier mitteilt. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Er sagte, mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich auffordern. Das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich auffordern, und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen. Ja, wir brauchen Allahs Rechtleitung und zu den Toren gehören, zu den Idioten gehören, zu den Unwissenden gehören. Das sagt derjenige, der von Allah viel Wissen verliehen bekommen hat. Er konnte Ereignisse deuten, er konnte Träume deuten. Er war ein kenntnisreicher Mann, ein Alim gewesen, in jederlei Hinsicht. Und hier die Verbindung zwischen der Sünde und dem Unwissen. Wer Sünden begeht, dem wird von Allah Ta'ala sein Wissen enthoben. Und er suchte Zuflucht davor, das Gebot Allah Ta'alas zu brechen. Und er hat dies verbunden damit, dass man als Konsequenz zu den Unwissenden wird zählen. Und nun, liebe Geschwister, er kam also ins Gefängnis, er hat seinen Wunsch in dem Sinne erfüllt bekommen, von der Sünde fernzubleiben, und bedeute es, am schlechtesten aus weltlicher Sicht betrachtet Ort der Erde zu sein, nämlich im Gefängnis. Und was passierte dort? Stellt euch vor, ihr kommt ins Gefängnis. Ja, ich weiß, es kommen diese ganzen Bilder vom Fernsehen und so weiter. Ja, okay. Kommt ins Gefängnis. Ihr gesellt euch dort zu euren neuen Nachbarn. Ja? Nicht jeder ist unschuldig im Gefängnis. Ja? Und es ist eine harte Lebensumgebung, und die harte Lebensumgebung färbt auch ab, bis wir uns fühlen, wenn um uns herum das Leben nicht bequem ist. Unser Charakter kann darunter leiden. Ja? Und in eine solche Situation kommt nun Yusuf alaihi salam. Und wie verhält er sich? Wie verhält er sich? Reden wir über das Ergebnis. Das Ergebnis, dass die Gefängnisinsassen sagen, Inna naraka minal muhsinin. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Was tat Yusuf a.s. Gutes im Gefängnis? Die Koran-Kommentatoren, sie sagen, dass er die Kranken dort behandelte, dass er die Verzweifelten tröstete, dass er den Bedürfnissen der Menschen, den Anliegen der Menschen, soweit er konnte, nachgekommen ist. Und Dinge wie, dass er Platz gemacht hat in der Enge der Zelle. Ja, ist jetzt nicht so, dass ihr Waschbecken, eigene Toilette, Einzelzelle, Fenster zur Sonne,
schöne Liege, Fernseher. Nein, das war ja eine Gemeinschaftszelle. So, dass Yusuf a.s. dort ja, einfach wenig Platz in Anspruch genommen hat, damit andere ihre Beine ausstrecken können, damit andere etwas mehr Platz haben. Er tat das, was er tun konnte. Er kümmerte sich um die persönlichen Belange der Menschen, das, was sie traurig machte. Und er gab, wie die Koran-Kommentatoren sagen, den Hoffnungslosen Hoffnung. Und er tröstete die Verzweifelten und er behandelte die Kranken. Das heißt, er hatte auch medizinisches Wissen gehabt. Und er rief auch die Menschen zum Ein-Gott-Glauben, zum Tawhid auf. Aber nicht nur mit Worten, sondern wie gesagt, mit Taten. Mit Taten. Welchen Eindruck machen wir auf die Menschen? Ja? Welchen Eindruck machen wir auf die Menschen? Kommen sie zu uns und sagen, Inna naraka minal muhsinin, wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Und egal in welcher Situation wir uns befinden, und sei es, dass wir in einer Gefängniszelle sind, wir sollen für das Gute um uns herum sorgen und für das Wohlbefinden der Menschen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Al-Mu'minu ya'lafu wa yu'laf, wa la khayra fi man la ya'lafu wa la yu'laf, wa khayrun nasi anfa'uhum linnas. Ein Hadith, den auch Sheikh Al-Albani als Hassan bewertete. Die ungefähre Übersetzung dessen, der Mu'min ist derjenige, der sich mit anderen vertraut macht, der freundschaftliche Beziehungen fängt und mit dem sich andere gerne vertraut machen und freundschaftliche Beziehungen schließen. Und nichts Gutes ist in demjenigen, der sich nicht vertraut mit anderen macht, der keine freundschaftlichen Beziehungen zu den anderen initiiert und zu dem andere auch keine freundschaftlichen Beziehungen initiieren. Und der Beste der Menschen ist derjenige, der am nützlichsten für die Menschen ist. Der Beste der Menschen ist derjenige, der am nützlichsten für die Menschen ist. Wo stehen wir? Schaut euch ein Symbol seines guten Charakters an. Ja? Wie würdet ihr Gefängnisinsassen ansprechen? Wie gesagt, nicht jeder dort ist unschuldig. Ja? Und Yusuf a.s., als er zu den Gefängnisinsassen gesprochen hat, er sagte, Ya sahiba yissijin, ja, oh meine Gefährten vom Gefängnis. Er sprach sie an mit Gefährten, mit einer schönen Ansprache. Das heißt, von ihm ging keine Arroganz aus. Er hielt sich nicht für etwas Besseres. Er sprach höflich mit allen Menschen. Welch Charakter, subhanallah, welch Charakter und welch Licht für uns in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns befinden. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Weiter wird im Tafsir berichtet, dass Yusuf alayhi salam ein so guter Mensch im Gefängnis war, dass sogar der Gefängniswärter zu ihm kam und sagte, wenn ich könnte, würde ich dich freilassen. Aber ich werde dich gut ja, und deine Mitinsassen gut behandeln. Das heißt, das Gute, liebe Geschwister, was wir in die Welt schicken, wenn es nicht auf uns selbst zurückkommt, sondern auf diejenigen, die um uns herum sind. Und so sind wir auf eine Art gesegnet, überall, wo wir uns befinden, liebe Geschwister. Für uns selbst als Schutz, aber auch für andere als einen Segen. Was können wir lernen aus der Surat Yusuf alayhi salam? Ich habe 5 Dinge für uns heute festgehalten. إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Gewiss, wer Taqwa hat und geduldig ist, das eine muss mit dem anderen einhergehen, so wird Allah den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen lassen. Das ist im Abschlussteil der Surat Yusuf, alayhi salam, quasi als Zusammenfassung.
Liebe Geschwister, unsere Taqwa und unsere Geduld wird uns durch die schwierigsten Lebenssituationen begleiten. Aber manchmal meinen wir, dass Taqwa alleine zu schnellen Ergebnissen führt. Aber das ist nicht das Gesetz Allahs, was er in seiner Schöpfung etablierte. Sondern manchmal sind es Jahre, manchmal sind es Jahrzehnte, liebe Geschwister, bis man die Früchte seiner Arbeit kosten darf. Wie wir am Beispiel von Yusuf alaihi salam auch sehen konnten. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Und so verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs, dass sie eintreffen wird, an der erleichternden, an der auffrischenden Barmherzigkeit Allahs. Denn es verzweifeln an der Barmherzigkeit Allahs oder daran zweifeln, tun lediglich diejenigen, die den Glauben verweigern. Die Kafirun. Und wer sprach dies? Subhanallah. Ya'qub alayhi salam, der Vater Yusufs. Der erst nach Jahrzehnten, liebe Geschwister, seinen innigen Wunsch erfüllt bekommen hat, Yusuf alayhi salam wiederzusehen. Und er nicht gezweifelt hat, obwohl alle äußeren Anzeichen darauf deuteten, dass er niemals Yusuf alayhi salam, seinen Sohn, wird wiedersehen. Hoffnung. Manche Dinge klären sich nicht heute und auch nicht morgen und auch nicht übermorgen. Aber vielleicht klären sie sich, inshallah, in 10, 20 Jahren. Und bis dahin haben wir, gottesfürchtig zu sein und nicht aufgrund unserer Situation zu verzweifeln und vom Dien Abstand zu nehmen und uns so den Sünden hinzugeben, sondern wir haben Taqwa gemäß zu handeln und geduldig dabei zu sein. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Subhanallah, diejenigen, die dafür verantwortlich waren, dass er von seiner Familie getrennt wurde, dass er Leiden durchlitt, die unheimlich sind. Wie gesagt, quasi entführt von der Familie in eine Verführungssituation hineingebracht, die er verabscheute. Jahre im Gefängnis gesessen, die Trennung von seinem Vater, von der Familie. Und diejenigen, die dafür verantwortlich waren, am Tage dessen, als Allah Ta'ala die Wahrheit hat ans Licht gebracht, was spricht Yusuf alaihi salam diesen Menschen? Kein Tadel soll heute über euch kommen. Keine Kritik, alles vergessen, subhanallah. Er war nicht nachtragend in irgendeiner Form. Allah vergibt euch. Er ist ja der Barmherzige, der Barmherzigste der Barmherzigen. Vergebung ist auch sehr wichtig, liebe Geschwister. Ja, Unrecht passiert in unserer Familie, in unserer Gemeinde, hier mit unseren Nachbarn und Mitmenschen. Aber wir sollen nicht die Fähigkeit verlieren, vergeben zu können. Und die geht damit einher, mit dem Wissen, dass wir Taqwa haben brauchen, Taqwa haben müssen und Geduld. Und Geduld im Sinne von einen langen Atem, liebe Geschwister. Nicht die Geduld, die sich auf Tage oder Wochen erstreckt. قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. Und als er aus dem Gefängnis herauskam, nachdem auch seine Unschuld bewiesen wurde, darauf oder erklärt wurde, nicht bewiesen wurde, erklärt wurde offiziell politisch, es war eine Bedingung für ihn, dass er das Gefängnis verlässt, war er bereit, Verantwortung zu tragen und sprach, er sagte, setze mich ein über die Vorratskammern des Landes. Ich bin ein kenntnisreicher Hüter. Ein kenntnisreicher Hüter. Das heißt, er bewahrt und er ist kompetent. Kenntnisreich, er hat Wissen, aber er setzt dieses Wissen bewahrend ein und nicht zerstörend ein. Ja, wie einige, die in der Wirtschaft und in der Politik aktiv sind, sie sind kompetent. Ja, aber wozu führt dieses Wissen in Anführungsstrichen? Ja, zu einer Wirtschaftskrise und politischen Krise nach einer anderen. Aber er war nicht nur kenntnisreich, sondern bewahrend. Bewahrend. Zwei Haupteigenschaften Yusuf alaihi salam, aufgrund derer er auch sich selbst vorschlug, Verantwortung zu tragen. Sind wir bereit, Verantwortung zu tragen? Wo ist unsere Verantwortungsbereitschaft? Wir leben in einer Generation und in einer Gesellschaft, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Verantwortung nicht wertgeschätzt wird.
Aber merkt euch, liebe Geschwister, nicht ihr tragt die Verantwortung, sondern die Verantwortung, sie trägt euch. Derjenige, der einer Verantwortung nachkommt, diese Verantwortung trägt ihn und seinen Charakter und bewahrt ihn davor, Freizeit zu haben, die ihn zu nichts Gutem führen wird. Nicht die Verantwortung wird von euch getragen, sondern sie trägt euch. Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, O Allah, bitte nimm unser Bittgebet an, O Barmherziger. O Allah, bitte segne den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, seine Familienmitglieder, seine Gefolgsleute und lass uns zu den Letzteren zählen. Lass uns das Gebet sehnsüchtig erwarten, O Allah, und helfe uns von unseren Sünden, fern zu bleiben, reinige uns von Tag zu Tag, füge unsere Herzen zueinander, O Allah, in dieser gesegneten Umma und lass uns Verantwortung tragen. Lass uns, O Allah, Wahrheit, Ermahnung, Erinnerung aus den geehrten Geschichten deiner geliebten Gesandten entnehmen, O Allah, und somit zu den Verständigen gehören. O Allah, bitte stehe all denjenigen bei, die hart geprüft sind, O Allah, die Bekriegten, die Gefolterten, die Gefangenen, die Vertriebenen, die Verzweifelten, O Allah, bitte stehe all ihnen bei, O Allah, und lasse unser Wirken ein Teil deines Beistandes sein. O Allah, bitte schenke uns Selbstbestimmung, auf dass wir dir allein dienen mögen, O Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.